Valera versus Lazul. I foresaw this encounter. Watch your back. Ja, die Cutlass behalte ich sogar direkt mal. Eule ist zu greedy, obwohl gegen Priest geht's. Priest geht's. Wenn wir das gut genug machen, schaffen wir Big Priest zu schlagen. Ist doch sieht der Ken lohnt sich hier nicht. Schnell genug an die Espionages kommen, wa? Ich würde das Deck wahrscheinlich sogar gerne ohne Edwin spielen, dafür mit mit Blink Fox. Ja, es ist without a doubt, aber es ist ganz gut. Ich habe weiter von einem Snare noch eine Cutlass. Alter, jetzt geht's aber ab. Okay, ich bin eigentlich schon gewappnet gegen Shadow Visions, Shadow Sense zum Beispiel. Bin sogar mega gewappnet, eigentlich kann mir gar nicht viel passieren. Außer es ist Statue. Opa. Oha. Okay, und auf 8 Leben gebracht. Mal sehen, was jetzt kommt. Und wenn du jetzt kein... Okay. Okay, Board wird geklärt. Das ist, Lisa. Incredible. Here we go. Wow. Turn 7, 10er Attack Waffe und los. Wer braucht schon Kingsbane? Das war das Hearthstone-Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn dem so ist. Und schreibt mir natürlich eure Meinung zum Match unten in die Kommentare. An der Stelle möchte ich mich bitte den da drüben eingeblendeten finanziellen Supportern bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr es mir möglich macht, diese Hearthstone-Videos hier zu produzieren. Falls sich jemand dieser Liste anschließen möchte, klickt einfach mal rechts oben oder unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen, falls ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen wollt, um mehr von mir außerhalb von YouTube zu sehen. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur dann landen die neuen Hearthstone-Highlights auch in eurer Abo-Box oder checkt die beiden Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Hearthstone-Highlight.